Peter? Tochter, es ist noch nicht mal 6 Uhr, du solltest schlafen. Du solltest schlafen. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Hab was Blödes geträumt. Hilfst du mir mal? Komisch, ich auch. Ist das schon Kaffee? Ja. Ein verträumtes Koffeinwässerchen von der feinsten Sorte. Kippen, oder? Hey, lass mal. Bloß deutsche Menschen hier, was ich gesehen habe. Los, Heinrich, aussteigen. Willst du schlafen lassen? Aber komm zum Kanal. Reichsführer will aussteigen. Achtung! Und? Was hat er da geträumt? Weiß ich nicht mehr. Nicht doch eine Stulle? Nee, danke. Du, wenn ich schon mal bei Anna eingeladen bin zum Frühstück, dann muss ich doch kräftig essen. Denn wie ich die kenne, wird die wieder auffahren wie damals in Schwanenwerder. Da kann ich nicht bloß eine Tasse Tee trinken. Und gibt es denn irgendeinen besonderen Anlass für diese ungewöhnliche Veranstaltung zu so früher Stunde? Nö. Naja, das heißt schon, ja. Georg hat da angeblich etwas über Richard Solms herausgefunden, eine Unregelmäßigkeit, die auch mich und meine Aktien bei der Hacker AG betrifft. Das war wahrscheinlich auch mein Traum. Ich komm da am besten mit, dann hörst du gleich selber, was er da so wichtig zu vermelden hatte. Mein Onkel Georg schon zum Frühstück. Na, danke.
Aber mal ganz abgesehen von Richard Solms und deinen Aktien, was ist eigentlich mit Richard Solms in unserer Wohnung hier? Richard kommt heute aus dem Urlaub zurück. Ich habe ihm einen kleinen Brief geschrieben und ihn gebeten, sich doch bei mir zu melden. Und dass wir hier nicht so einfach ruckzuck die Wohnung räumen können, bei allem Verständnis, dass er nicht länger am Hotel wohnen möchte. Ich hoffe, es war auch in deinem Sinne. Na bravo. 17:30. Um 7 fängt deine Arbeit an. Hast du ja fast noch eine halbe Stunde, um deinen Rausch auszuschlafen. Geh nicht auf Arbeit. Bin verletzt. So, verletzt bist du. Ich muss heute Morgen zu Dr. Brockmann wegen meiner Diabetes. Kannst du gleich mitkommen und dir krank schreiben lassen? Krank schreiben? So weit hab ich nicht nötig. Weißt du überhaupt, mit wem du redest? Das weiß ich, mit wem ich rede. Mit meinem dusseligen Sohn Stefan, der zufällig mit Nachnamen Himmler heißt und der sich deshalb von seinen Nazi-Idioten Heinrich nennen lässt. Reichsführer. Na, Ampelmann bist du. Einer, der die Nacht durchsäuft und dann auf die Fresse fällt. Herr Reichsführer. Eine deutsche Frau schlägt mal nicht. Und setzt jetzt schon Ding an der Backe. Na los, mach doch! Hau deine Mutter! Guten Morgen, Herr Sonn. Morgen, morgen. Danke schon rein, bitte. Okay. Bis später, Liebste. Es war eine wunderbare Woche. Es war der karibische Traum. Sag mal, Richard, können wir das nicht umgekehrt machen? Du fährst heute Vormittag schon in die Firma. Ich komme erst am Nachmittag. Ich bin saumüde, weißt du? Tja, naja, das hätten wir uns früher überlegen müssen. Wir haben das so in der Firma angekündigt. Ich fände es schon ein bisschen auffällig, wenn wir das jetzt ändern würden. Vorgeblich unabhängig voneinander. Und manche Leute werden sich sowieso Gedanken machen. Dass okay, okay, erspar mir langatmige Ausführungen. Das geht alles von meinem bisschen Schlaf ab. Schade, das ist ein etwas missglückter Abschluss eines für mich jedenfalls karibischen Traums. Verzeih mir. Das war der lange Flug, der Jetlag, was auch immer. Danke, Richard. Und bis bald. Bis sehr bald, Liebste. Und wenn du heute Vormittag mit deiner Frau sprichst, verplapper dich nicht. Karibikreisen vor dem Scheidungstermin erhöhen üblicherweise die Scheidungsfolgenkosten. Ich glaube kaum, dass ich heute noch mit Birgit sprechen werde. Morgen, Birgit. Schon so früh Hausbesuche? Ärztlicher Notfalldienst. Guten Morgen, Peter. Oh,
Da müsste ich mich auch mal wieder zur Verfügung stellen. Ich rate ab, es schlaucht. Außerdem gibt's genug junge Kollegen, die sich darum reißen. Und was treibt Sie so früh aus unserem Haus? Ja, unseres ist es ja leider nicht. Aber inzwischen wissen wir ja, wem es gehört, ne? Hat Richard Sie schon wieder unter Druck gesetzt? Nein, nein. Er kommt ja erst heute zurück von seiner Geschäftsreise oder was das war. Ja, oder was das war. Seltsam, wie wenig mich das noch interessiert. Ist das nicht eine Nuss? Ein früher Morgen, hier an Ufer, schattige Plätzchen, das alles mitten in der Stadt. Was muss man da verreisen? Ja, hat was. Früher, ja, früher, da war ich mehr auf Apfelkorn. Heute bin ich auf Apple. Willst du hochreden? Nee, nee, lass mal, lass mal. Warum ich so ein bisschen nervös bin? Na? Hier treiben sich nämlich immer manchmal so jungsche Strolche rum. Ja, nicht gemütlich sind die. Ich weiß, ich weiß. Mensch, wenn die kommen, dann hauen wir ab. Mein Gott, Anna, das sieht ja wieder prächtig aus, wie im Schlaraffenland. Naja. Hat nur einen Fehler. Du hast zu Hause schon gefrühstückt. Nee, aber trotzdem, wer soll denn das alles essen? Darüber lass uns keine Sorgen machen, sondern einfach erst mal anfangen. Hm? Wie früher. Auf Schwanenwerder. Oh, Schwanenwerder ist vorbei. Ach, das ist noch gar nicht mal so sicher. Guten Morgen, lieber Peter. Morgen, Georg. Was redest du denn da? Na, vielleicht wird's nicht unsere alte Villa, aber unseren schönen Schwanenwerder habe ich noch längst nicht an dir gesagt. Also, Georg, du hattest versprochen, Peter mit etwas Konkretem zu kommen. Jetzt lässt du Träumereien über Schwanenwerder hören. Hier ist das Konkrete. Ja, wollen wir nicht erst einen Schluck Tee trinken? Danke, Peter. Komm. Wisst ihr, Fuzzi, was ich dir schon immer mal fragen wollte, wie wir uns damals wieder haben kennengelernt, wisst ihr? Da hast du da was erzählt von der Erbschaft und so. Und dass dir das keiner glauben würde, wenn du das erzählst. Was hast du denn nur geerbt? Warum ich dir nicht so richtig zuhöre? Ich höre nämlich was anderes. Das raschelt hier irgendwie und. Und knackt. Ach, Vögel sind das. Wenn die nach Würmer picken, dann raschelt das so. Ja, Vögel, stimmt, ja. Aber andere als wie du denkst. Gallienvögel. Was? So. Warum mit dir, Sarah? Ja, weil wir jetzt abhauen tun. Scheißkeller! Für nächstes Mal, ihr Schweinepack! Denn da bist du vom Möbeln, was sonst? Ach, der Inne sah aus wie ein alter Türke. Den würde ich gerne mal nach Allah jammern lassen. Das war kein Türke, das war eher ein Araber. Auf alle Fälle ein Untermensch.
oder? Ja, und was heißt das nun? Ich meine, für Peter. Mit uns hat das ja nichts mehr zu tun. Wir haben schließlich unsere Anteile verkauft. Verkaufen müssen. Entschuldigung, Mutter, habe ich dich da richtig verstanden? Mit uns hat das nichts zu tun? Mal abgesehen davon, dass ich in der Merker AG meinen Lebensunterhalt verdiene. Sind wir denn keine Merkers mehr? Kann es uns gleichgültig sein, wenn unser Name im Zusammenhang mit einem Wirtschaftskrimi genannt wird? Mein Gott, wie pathetisch. Du hättest Prediger werden sollen. Ich finde auch, Georg, von Wirtschaftskrimi sollte man nicht gleich reden. Peter, Solms hat spekuliert, das steht für mich außer Frage. Er hat am Vorstand der Muttergesellschaft und am Aufsichtsrat vorbei Auslandsgeschäfte getätigt, die vermutlich außerordentlich verlustreich sein werden. Dafür hast du aber keinerlei Beweise. Vielleicht sind diese Geschäfte sehr gewinnbringend. Aus diesen Schriftstücken hier geht jedenfalls nicht hervor... Daraus geht hervor, dass er deine Anteile bei den Banken als Sicherheit für seine Transaktionen hinterlegt hat. Das könnte er doch gar nicht. Er hat doch Peters Anteile gar nicht in Händen. Aber er hat die Vollmacht, Mutter. Peters Vollmacht enthält auch keinerlei Einschränkungen. Na ja, stimmt schon. Bis auf die, dass ich sie jederzeit zurückziehen kann. Ja, und das musst du auch. Lieber heute als morgen. Ja, Doktor, aber zu viel ist zu viel. Aber ehrlich. Na, so geht's nicht. Ich bitte um Entschuldigung, Herrschaften, ich bin aufgehalten worden. Und dass Fräulein Jahr wieder auch noch mitmacht, das verstehen wir ja nun überhaupt nicht. Bitte? Die macht überhaupt nicht mit. So, na, dann gehen Sie mal ruf und überzeugen sich vom Gegenteil. Ja, nicht eben Sie, Herr Doktor. Wir kommen wieder, wenn die Sache geregelt ist. So ist es. Na, das muss ich mal noch sehr überlegen. Karbolmäuse, Laborratten. Nee. Morgen allerseits. Streichel sie mal, ja. Herr Doktor. Stück. Morgen. 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 Was ist denn das? Schneewittchen. Kinder, ihr wisst doch genau. Im Wartezimmer keine Haustiere. Wie oft hatten wir das schon? Eigentlich eher selten, Chef. Aber eine Ratte ist Premiere. Das ist eine Laborratte. Die ist sozusagen medizinisch. Was denn nicht sagst du, Labormäuschen? Hätte man natürlich dir sagen müssen. Du kannst ja nicht dafür, Wendy. Wo fehlt's denn? Bei Schneewittchen. Die ist gesund. Nee, bei dir. Ach so. Meine Mutter möchte, dass sie mir einen Zettel schreibt, dass es nicht ungesund ist, wenn ich mir einen Ring durch den Lesetackern lasse. Sie glaubt nicht, dass es genauso ist wie bei den Ohren. Wie groß soll denn der Ring sein, so? Nee, so. Ah ja. Ja, medizinisch hätte ich nichts dagegen, aber ästhetisch gesehen. Aha. Und was ist ästhetisch? Kenn ich nicht. Bring mal Schneewittchen weg und komm zurück, dann erklär ich's dir. Kann gar nicht weitergehen, Leute. Dass du die Kleine nicht gleich nach Hause geschickt hast, du, das wundert mich am meisten. Die kam ja sehr gelegen. Gelegen? Ja, war nämlich kurz vor Ausbruch der Revolution, weil immer noch Kim Brockmann in Sicht war. Ach so, ja, na ja. Eine private Sache, die leider etwas länger gedauert hat. Ich war bei Anna und Georg wegen meiner Anteile bei der Merker AG. Mhm. Erzähl ich dir heute Nachmittag, wenn du Lust auf einen kleinen Spaziergang hast. Falls es da heute mal einen freien Mittwochnachmittag geben sollte. Eher nicht. Na, erst mal hängen wir und dann kommt Frau Bettina Solms. Aha. Falsch? Nö, ich wundere mich bloß, dass du mit der Frau einen Termin für mich machst, wo du mir doch da unlautere Interessen unterstellt hast. Du hast mir doch glaubhaft versichert, dass ich mich irre. Du glaubst mir? Das muss man ja fast feiern. Wenn ich dein Gesicht sehe, habe ich den Eindruck, du glaubst mir nicht. Ich glaube dir. Du hast gelitten wie ein weifendes Reh. Rehböckchen. Du nimmst mich nicht ernst. Dabei haben sich während deiner Abwesenheit ja Dinge herausgestellt. Du wirst staunen. Können wir nicht wenigstens für ein paar Minuten irgendwo hingehen, wo ich dich zur Begrüßung umarmen kann? Vielleicht. In die Kammer mit den Reinigungsmitteln. Mm. Wir gehen zusammen Mittagessen. Außerhalb. In einem umarmungsfreundlichen Ambiente. In Ordnung? Okay.
Sie kann sich wieder anziehen. Herr Doktor? Die Laborwerte. Ja, danke. Ja, Frau Himmler, wir müssen ein bisschen erhöhen. Irgendwas verändert bei Ihrer Nahrung? Nee, genau nach Plan. Ah. Kommen Sie auch bitte mal nach nebenan mit. Und sonst? Häusliche Sorgen? Irgendwelche unerfreulichen privaten Umstände, Stress? Nee, eigentlich nicht. Naja, das stimmt ja nicht. Hat ja keinen Zweck, dass ich Ihnen was vormache. Sie merken es ja an den Werten. Stefan, mein Stefan, werde ich fertig mit dem Jungen. Kommen Sie, Frau Himmler, kommen Sie jetzt. Der Stefan, ich habe ihn lange nicht gesehen. War doch eigentlich ein ganz netter Kerl immer. Hm? Was macht er denn so? Mist macht er, weiter nichts. Hm. Was muss ich mir darunter vorstellen? Hat er keine Arbeit? Noch hat er sie, aber nicht mehr lange, wenn er so weitermacht. Letztes Lehrjahr als Dachdecker. Dachdecker? Das ist doch ein Beruf mit Zukunft. Jetzt, wo so viel gebaut wird. Das ist der Umgang, den er hat, Herr Doktor. So was Dusseliges und Scheußliches, das können Sie sich ja nicht vorstellen. Und mein Stefan mittendrin. Bloß noch schwarze Klamotten trägt er. Und Heinrich lässt er sich nennen. Heinrich? Wieso denn das? Gefällt ihm Stefan nicht mehr? Wehen Himmler, weil wir zufällig Himmler heißen. Reichsführer rät ihn die Bande an. Ah, verstehe. So eine Art Neonazis, ja? Strolche sind das. Unausgejorene Schlägertypen, die unschuldige Menschen anpöbeln. Wie kommt mein Stefan zu so einer Leute, Herr Doktor? Das frage ich mich in meine schlaflosen Nächte. Ja, in schlaflosen Nächten findet man selten vernünftige Antworten, Frau Himmler. Nee, Herr Doktor, so leicht darf ich mir das nicht machen. Ja, aber auch nicht zu schwer. Das schadet Ihre Gesundheit. Ich würde gerne ein Stück von meiner Gesundheit abgeben, wenn ich Stefan dadurch auf die richtige Bahn lenken könnte. Was habe ich denn falsch gemacht? Mein Mann, gut. Der hat ihn geprügelt und kujoniert, wo er nur konnte. Und wie der sich dann später entschuldigen sind, der Dick, der Sarah, unter der Erde gesoffen hat, da hab ich gedacht, jetzt wird's besser. Jetzt gleich ich das aus, was Vater versaut hat. Ich hab's nicht geschafft. Aber Sie werden es schaffen, Frau Himmler. Sie haben die Kraft. Nee, Herr Doktor, ich hab da mal einen Satz gelesen. Ein schlimmer Vater ist besser als ja keiner. Blödsinn, habe ich gedacht. Da haben Sie ja nicht so falsch gedacht. Inzwischen glaube ich das, Herr Doktor. Warum sucht er sich ausgerechnet solche Typen? Wegen Männerautorität, Herr Doktor, wegen was ich nicht geben kann. Und dabei sind das solche Popanze, so was Dusseliges und Scheußliches. Und er merkt es ja nicht. Sie sehen mich an, als ob ich da was machen könnte oder müsste. Naja, das sagt man so. Und dann ist es zu spät. Komm her, Deckung, na komm her, komm, komm. Pass auf, du. Krieg mal, wer da kommt. Wir haben auf dir gewartet, Reichsführer. Noch kein richtiger Untermensch dabei. Noch zu früh. Schlechte Laune? Mm-mm. Ich hab's mir intimer vorgestellt. Und was hast du nun Aufregendes in Solms Schreibtisch?
während seiner Abwesenheit entdeckt? Er hat riskante Auslandsgeschäfte gemacht. Einige davon sind schon schiefgegangen, die anderen werden auch noch schiefgehen. Und er hat sie mit den Anteilen meines Schwagers bei den Banken abgesichert. Stell dir das mal vor. Außerdem hat er schon vor längerer Zeit Briefkastenfirmen in der Karibik gegründet. Er ist fällig, sage ich dir. Ach, bist du dir da sicher? Ziemlich. Ich bin sogar überzeugt, dass er gar keinen Urlaub gemacht hat. Er war wahrscheinlich wegen dieser Transaktion in der Karibik. Ja? Was denn nun? Entschuldigung, ich hab's mir anders überlegt. Fällt Ihnen jetzt schon ein? Ja, Entschuldigung. Ach, Frau Schröder. Ja? Sagen Sie, hat Herr Dr. Merker während meiner Abwesenheit an diesem Schreibtisch öfters gesessen? Ich meine, für längere Zeit? Nur um die Post durchzusehen, Herr Solms. So, aha. Sollte das nicht? Doch, doch, ist in Ordnung. Fünf Minuten warte ich noch. Mensch, Peter, sei doch auf einmal nicht so pingelig. So ein bisschen Verspätung kann doch mal vorkommen. Ja, die Dame versetzt mir ja nicht das erste Mal. Die Dame? War doch sehr sympathisch, die Dame. Klingt doch immer so gekränkt. Ist da doch was? Woher kommt eigentlich deine plötzliche Sympathie für Bettina Solms? Die Frau klang so... Ja, jetzt nicht gut, Peter. Wann sehen wir uns denn? Ich mache noch ein paar Besorgungen und dann gehe ich ins Stammlokal Kaffee trinken. Kannst mich da abholen. Hm. Oh, entschuldigen Sie, Frau Solms, ich wollte gerade gehen. Guten Tag und auf Wiedersehen. Danke, ja. Wiedersehen. Guten Tag, Bettina. Tag, Herr Dr. Brockmann. Wollen Sie verreisen? Ja, ich, also das heißt nein. Ich wollte, aber dann bin ich doch gekommen. Soll das heißen, Sie wollten mich schon wieder versetzen? Das soll es heißen, ja. Ah. Kommen Sie, setzen wir uns. Wolf? Herr Solms. Was? Hast du mir zugehört? Doch, doch. Dein Vater will sich nicht so einfach von meinem Vater hier rausschmeißen lassen. Er will sich wehren. Ja, ist das nicht? Doch. Bettina hat mir einen Brief geschrieben. Sie will Berlin wieder verlassen. Warum? Das macht dich traurig. Ja, das tut es. Es macht mich traurig, es macht mich wütend, weil sie mir eine Antwort schuldig geblieben ist. Warum sie damals weggegangen ist und warum sie jetzt gehen will. Warum sie jetzt gehen will, ist das so schwer zu verstehen? Du liebst sie nicht mehr, sie liebt dich nicht mehr. Und damals? Am besten am Anfang. Am Anfang, haben sie gesagt.
Es war einer von den Abenden, als es mal wieder um die Verteilung der Aufgaben im Haushalt ging. Wir hatten ja beide unsere Stelle als Lehrer, Wolf und ich. Laura schlief oben, Birgit war zu Hause besuchen und Richard werkelte noch irgendwas im Garten. Weil du nie tust, was ich dir sage. Ach, was du mir sagst, ja? Du mir! Weil du nie tust, was wir vereinbart haben. Nee, nee, das war schon richtig klar, was du mir sagst, nicht? Was du mir befiehlst, großer Massa. Mein Gott, jetzt kommt wieder diese Feministin-Leier. Na bravo, und damit hast du mal wieder alles ausgehebelt. Jede sachliche Diskussion. Sachlich, ich höre immer sachlich. Ja, mach doch weiter. Aber das ist genau deine Methode. Mann mit Doppelende vermehrt sein Opfer, bis es nur noch ein nasser, schlapper Lappen ist. Aber ich bin für dich ja sowieso nur noch ein Putzlappen. Doch, mal das muss ich mir nicht anhören. Du bleibst hier. Du lässt mich hier nicht so stehen. Das ist unwürdig. Na, Tine. Was gab's denn schon wieder? Ach. Warum hast du so einen scheußlichen Sohn? Oh. Stiefsohn. Stiefsohn. Soll ich mal mit ihm reden? Worum ging's denn eigentlich? Ach, nichts Besonderes. Aber danke für deinen väterlichen Zuspruch. Da passierte eine ganze Weile nichts. Richard war freundlich, zuvorkommend, wie es sich für einen Schwiegervater gehört. Und nach so ungefähr 2 Wochen dachte ich, ich hätte mich geirrt. Ich hätte mir diesen Annäherungsversuch nur eingebildet. Und dabei wäre es wahrscheinlich auch geblieben. Es passiert einem ja leicht mal, dass man meint, jemand hätte ein besonderes Interesse an einem. Man missversteht das als ein Signal, was im Grunde gar keins ist. Ist Ihnen das schon mal passiert? Ja, doch. In letzter Zeit? Ja, wenn es um ein Signal geht, dann muss einer da sein, der es gibt und einer, der es empfängt, nicht? Sonst kann es gar nicht wahrgenommen werden. Ja. Ja, ja, dem ist wohl so, ja. Sie sagten vorhin, bei diesem tatsächlichen oder eingebildeten Annäherungsversuch wäre es wahrscheinlich geblieben. Da hing so ein kleines Wenn oder wenn ich... Das hing da so mit dran. In meiner Klasse hatte sich eine Ferienarbeitsgruppe gebildet. Wir wollten verschiedene Betriebe besuchen und uns ein Bild über die Arbeitswelt machen. Was lag näher, als mit der Merke AG zu beginnen, wo ja der eigene Schwiegervater sozusagen der Chef ist. Richard führte uns zuerst auf dem Gelände herum. Er erklärte den Aufbau der Firma und obwohl das eigentlich eine ziemlich trockene Angelegenheit war, klang es bei ihm irgendwie kurzweilig, intelligent. Ich merkte, wie er auf die Schüler wirkte, besonders auf die Mädchen. Und mir wurde klar, warum so ein Mann Karriere gemacht hatte. Dass ich da auf irgendeine geheimnisvolle Weise gutes Aussehen, Kompetenz und Macht zu einer erotischen Anziehung verbanden. Im Labor wurde das noch deutlicher. Richard erklärte, dass er von all dem als Kaufmann nichts verstehe. Er machte das so, dass ihm niemand glaubte. Alle empfanden seine Tiefstapelei als amüsant. Und als er mich dann am Ende der Führung fragte, ob ich nicht mit ihm zusammen zu Abend essen wollte, kam mein Ja ziemlich schnell. Der Augenblick war günstig gewählt. Meine Schwiegermutter war zu einem Ärztekongress in Zürich und Wolf war mit Laura vorgefahren in ein Feriendorf im Bayerischen Wald. Ich wollte in ein paar Tagen nachkommen. Sag mal, wo ist das noch, wo ihr eure Ferien verbringen wollt? Im Bayerischen Wald. Na, das klingt nicht gerade sehr aufregend. Warum fliegt ihr nicht mal ein bisschen weiter weg? Karibik zum Beispiel oder Kanarische Inseln? Weil der Bayerische Wald für 2 kleine, mäßig verdienende Lehrer genau das Richtige ist. Tja, du hast dir den falschen Mann ausgesucht, Tine.
Du hältst Wolf für einen... Nein, nein, nein. Ich werde mich hüten, mich über Wolf zu äußern. Er ist Birgits Sohn. Und wenn er deiner wäre? Dann würde ich ihn vermutlich zu einer anderen Berufswahl gedrängt haben. Und nicht nur das, oder? Ich meine, du findest doch, dass Wolf so ziemlich alles falsch gemacht hat in seinem bisherigen Leben. Bis auf eines. Das hätte ich auch so gemacht. Ganz genauso. Aber leider ist er mir dieses eine Mal zuvorgekommen. Ich weiß, ich hätte das nicht so stehen lassen dürfen. Das Richtige wäre es gewesen, aufzustehen und zu gehen. Ich hatte nicht die Kraft. Ich wollte nicht. Ich fühlte mich auf eine ganz unerklärliche Weise zu Richard hingezogen. Obwohl er gerade eine Ungeheuerlichkeit gesagt hatte. Er hatte meinen Mann, seinen Stiefsohn beleidigt und sich selbst angeboten. Danke für den Abend, Richard. Ich danke dir. Ich weiß nicht, ob Sie mir das alles hätten erzählen sollen, Bettina. Und wenn ich ehrlich bin, das möchte ich in diesem Falle besonders sein, ich weiß nicht, wann ich damit anfangen soll. Vielleicht wissen Sie es, wenn Sie das Ende der Geschichte kennen. Nachdem ich mich von Richard verabschiedet hatte, ging ich nach oben in unsere Wohnung unterm Dach. Ich wollte ins Bett, schlafen, zur Ruhe kommen, mit klaren Gedanken aufwachen. Aber das tat ich nicht. Hallo. Ich konnte nicht schlafen. Da oben unterm Dach ist es so heiß. Stört es dich, wenn ich mich noch ein bisschen zu dir setze? Ich habe noch in der Nacht meine Koffer gepackt und bin zum Bahnhof gefahren. Richard hat nicht versucht, mich aufzuhalten. Ich habe niemandem etwas erklärt. Was hätte ich auch erklären sollen? Und wem? Birgit? Wolf? Als ich nach all den Jahren zurückgekommen bin, war das nicht wegen Wolf. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn liebe oder geliebt habe. Nicht wegen Wolf? Doch nicht wegen Richard. Nein. Nein, nicht wegen Richard. Wegen Laura natürlich. Ich verachte Richard. Ich weiß heute, dass er das alles sehr lange geplant hat. Er kennt seine Wirkung auf Frauen und er hat sie bei mir eingesetzt. Und wenn ich sage auf Frauen, dann meine ich bestimmte Frauen. Solche wie mich. Frauen, die ältere Männer mögen. Männer, die erfolgreich sind, die wissen, was sie wollen und was man sonst noch so an Klischees bemühen könnte. Männer wie Sie, lieber Dr. Brockmann. Oder wollen Sie mir sagen, Sie haben nicht bemerkt, dass ich... Augenblick, ehe Sie jetzt weiterreden. Nein, keine Angst, das war's ja schon. Aber sollte ich, was ich ja eigentlich vorhatte, wieder und diesmal endgültig aus dieser Stadt verschwinden,
Dann wissen wenigstens Sie so ungefähr, weshalb damals und weshalb heute. Aber vielleicht bleibe ich ja auch. Und wir lernen alle, uns auf unsere Weise zu mögen. Tja. Wiedersehen, Peter. Nett, dass Sie mir zugehört haben. Danke. Guten Abend, meine Damen. Wir hinten gleich eine Maschine. Guten Morgen. Damit Sie eher aufstehen und besser aufstehen. Also, ich brauche keine Maschine. Ich stehe alleine auf. Na gut, danke. Dann nehmen wir vielleicht den Dackel. Für was denn Dackel? Nur den Dackel brauchen wir doch immer. Wenn Sie mal nach Bayern fahren, haben Sie so richtig geschenkt. Das ist ja ganz niedlich. Ja. Aber ich will ihn nicht. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja. Schon? Setz dich. Schon ist gut. Komm mir vor, als ob ich Stunden... Kommt dir nicht nur so vor. Du setz dich erstmal hin. Ich würde gerne ein paar Schritte nach frischer Luft machen. Kommst du mit? Na klar. Ey, Jungs, wir haben den ganzen Tag verpennt. Was? Verpennt? Da ist denn ihr verpennt? Regeneriert. Frisch für kühne Taten. Wo ist denn Reisführer? Nach Hause. Wieso denn das denn? Nur so. Nur so gibt's nicht, Heinrich. Jetzt kicken wir erst mal, wen wir hier alle zu haben. Mensch, Peter, mach's nicht so spannend. Hat sie dir einen Mord gestanden oder eine Liebeserklärung gemacht? Ja, so was. Was, Mord? Nein, das andere. Sieh mal an. Habe ich doch ein richtiges Gefühl gehabt. Türkenlümmel, würde ich sagen. Türkenlümmel hat sich an eine deutsche Frau rangemacht. Wie finden wir denn das, Heinrich? Ist vielleicht kein Türke. Aber wenn? Genau. Da wollen wir doch gleich mal ein bisschen zwischen. Türke? Was machst du hier? Oder bist du Araber? Oder Zigeuner oder was? Ah, ich bin Berliner. Alt Berliner, Beste. Klein Istanbul oder was? Alter, machst deutsche Faul an, ja? Bind ihr, ey, lass ihn in Ruhe! Maul! Du Schlampe! Ach, Berliner, Beste, ja? Kannst du noch schwimmen, Berliner? Nein, du kannst nicht schwimmen, aber zeig, dass du lernst. Spinnt ihr? Da kann er nicht schwimmen. Nein. Ruft da nicht jemand um Hilfe?
Hilfe! Hilfe! Was tut sich denn hier? Was ist denn hier los? Er hat ja nur versucht, mich zu ersaufen. Was? Nee. Wir wollten den bloß schwimmen lernen. Wir jagen den Asylantenpakt über den Ozean, wo sie hergekommen sind. Na, da müssen sie doch wenigstens schwimmen können. Stefan. Bist du nicht Stefan Immler? Scheiße. Los, abhauen. Los, abhauen. Was? Reisführerbefehl. Abhauen. Mitteleuropa. Max, sag doch was. Nein, zurück auf den Bauch. Das Wasser muss raus. Haben Sie keine Angst, ich bin Arzt. Das wird schon wieder. Ich hab ein Handy dabei. Soll ich die Polizei rufen? Nein, die Feuerwehr. 112. Die sollen Rettungswagen schicken. Los! Richard. Ja, Peter. Ich warte schon eine ganze Weile auf dich. Etwas unbequem, wie ich nicht unerwähnt lassen möchte. In deiner Praxis warst du nicht, in deiner Kneipe, entschuldige bitte, in deinem Stammlokal warst du auch nicht, habe ich gedacht. Irgendwann wirst du ja wohl mal nach Hause kommen. In mein Haus, das ich ja leider nicht mehr betreten darf. Richard. Du hast mir einen Brief geschrieben. Er klang dringend. Hier bin ich. Namens Frau Köhler. Köhler. Oh ja, richtig. Nimm's mir nicht übel, Richard. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Eben kommen wir von einem sehr unerfreulichen Ereignis. Da haben ein paar Neonazis jemanden ertränken wollen. Und die Polizei kommt sicher bald bei mir vorbei und wird uns ein paar Fragen stellen. Und überhaupt sollten wir das Ganze nicht auf morgen verschieben. Mein lieber Peter, ich habe mir diese Zeit genommen, weil du es eilig gemacht hast. Und für mich, der ich korrektes Verhalten übe und erwarte, ist dieser Auftritt, den du mir hier zumutest, kaum akzeptabel. Ruf mich bitte an. Mein Freund Richard übt und erwartet korrektes Verhalten. Ich glaube, allmählich ist er fällig.